Gespräche sind steinig und wirken unergründlich. Es kommt darauf an, wie hoch die Motivation und die Ausdauer ist. Jeder hat seinen Weg vorgegeben. Der eine Weg ist einfach und der andere ist geteert. Und der andere kann nur steinig sein. Das Schicksal gab uns die Fähigkeiten und diese Fähigkeiten sind Privilegien, die jeder von uns besitzt. I'm here to take a bullet, standing by your side. I'll do anything for you, anytime. Von daher trägt jeder in seinem persönlichen Rucksack. Der eine ist leicht, der andere ist schwer. Deswegen machen einige auf ihrem Weg eine Pause. Andere können voll durchziehen. Wie weit man dennoch kommt, ist die eigentliche Frage. Und auch steckt man mal im Acker fest. Der Blick ist da nur noch verschwommen. Nur noch der Tunnelblick beherrscht das Laufen. So sieht man den eigentlichen Weg nicht mehr. Plötzlich findet man sich in einem Wald wieder und man sieht den Wald vor lauter Bäume nicht mehr. Da müssen wir uns entscheiden, welchen Weg wir gehen wollen und wir wissen, da ist eine Kreuzung. Und den Weg, den wir gehen, den müssen wir mit allen Folgen und Konsequenzen auf uns nehmen. You're here 'cause you make a difference. So go against the flow. As you and your wild heart sister running further down the road. Let the bullies beg for forgiveness. Keep the punks under the thumb. Let's dance with the dandelions while they sing your song. Little Lucifer, Lucifer. Manchmal steht auch kurz die Welt schief. Schlimm ist es nicht. Sie lässt sich auch wieder ganz leicht gerade rücken. Irgendwann kommen wir im Leben an in einem Haus. An diesem werden wir uns entscheiden, ob wir dort bleiben wollen oder nicht. Nehmen wir so das Ende in Kauf und fragen uns im Nachgang, ob wir damit glücklich sein können oder entscheiden wir uns für ein weiteres Abenteuer. Was wir auf uns nehmen und wenn wir uns diese Entscheidung annehmen, werden wir auch merken, dass die uns keiner abnehmen kann. Denn letztendlich entscheidest du über dein Leben.